Ach so, und irgendjemand hat gesagt, dass wieder irgendwas zu mir gekommen ist. Hat jemand ein Video zu mir gemacht? Alpha Kevin aufgeflogen, Clickbait und zu viel Geld abgehoben, Alpha Kevin Ansage. Ja. Fortnite kein reines Ballerspiel ist. Und damit willkommen bei diesem doch schon nötigen Video. Ich werde definitiv alles verlinken und alle Informationen stehen in der Videobeschreibung. Also schaut nach. Naja, es gibt viele Punkte, die ich hier ansprechen möchte und jetzt kommen wir einfach zum ersten Punkt. Naja, und zwar sehen wir hier das Video Firegone gegen Alpha Kevin und seht es euch selbst an, das ist... Ich habe keine Worte dafür. Max... Oh, das war das Battle vs. Firegone, ja. Also hier rechts oben bin ich und links oben ist Iolic und da mussten wir... Das war so ein Fortnite-Battle, ja. Das war ein krasses Fortnite-Battle und da habe ich, glaube ich, zum Schluss gewonnen. Ich glaube, ich habe sogar noch zum Schluss gewonnen, obwohl ich keine Ahnung von Fortnite habe. Bei den V-Bucks bekommt man maximal für 85 Euro 1000, 10.300 oder 10.500 eine... So eine Scheiße. Wir haben keine korrekte... Ja, das kannst du aber laut sagen. Also, ja, wir wissen, dass du Geld hast. Und kannst du nicht einfach mal so aus Solidarität vielleicht weniger V-Bucks holen für ein bisschen weniger Geld, anstatt für 1000, 2000 Euro, weil du ja so reich bist durch YouTube, um ein bisschen, naja, dein... Ja, das ist ein Trollvideo, Alter. Junge, 2 Minuten ist auch ganz schön wenig. Das ist eine Parodie an Hater, okay, gut. Oh, ich wollte gerade sagen, was ist mit ihm los? Ist ja ganz, ganz komisch, aber mir war es schon klar, als der Iolic eingeblendet hat, dachte ich mir auch so, na... Kann doch jetzt wieder nur ein Spaß sein, ja. Einen Abonnenten zu. Also gerade, weil ich ja auch in Fortnite so extrem aktiv bin und auch wirklich immer V-Bucks ausgebe. Zeigen, ne? Dass du auch schaust, wie es ist, ohne viel Geld zu leben. Nicht, dass ich dir das nicht gönnen würde. Alter, ich habe doch nicht mehr so viel Geld. Was ist denn los bei ihm? Auf keinen Fall, aber... Also habe ich mir V-Bucks leisten können. Ich meine, andere kaufen sich halt ein BMW und du halt V-Bucks. Egal, zum nächsten Punkt. Das ist einfach so lächerlich. Jetzt kommen wir aber wirklich zur dreisten Aktion seiner selbst. Er lädt Videos hoch mit dem Titel Ich bin sprachlos oder sprachlos. Und man kann ihn in diesem Video hören. Oh mein Gott, das ist ja wirklich Clickbait, ja. Und er redet in diesen Videos. Hier ein paar Ausschnitte. Einfach mal abcheckt. Aber jetzt gibt es erstmal noch ein paar Worte aus der Alpha-Zentrale. Ich meine, momentan machen wir eigentlich so pro Video um euch, damit zu überzeugen. Aber ich werde nicht mehr auf Krampf irgendeinen Hype ansprechen. Fuck, Alter, er hat mich gerade. Sowas nimmt mich halt mehr hops als ein Razzarix. Also da werde ich mal kurz sprachlos. Naja, mit diesem Video wollte ich eigentlich nur kurz mal zeigen, wie bescheuert doch seine Hater gegenüber ihm sind. Also ich habe mir jetzt 2 Videos von Hatern von ihm gegeben und Alter, die sagen ja sowas von nichts aus. Holy shit. Und ja, in der, falls ihr das noch nicht bemerkt habt, in der Videobeschreibung steht auch, dass es eine Parodie ist. Einfach heftig, wie so kleine YouTuber versuchen, mit so unnötigen, kurzen Aussagen eine Person schlecht zu machen. Naja, je. Yeah. Junge, das ist ja richtig stark einfach. Alter, Junge. Fuck, du hast mich mies hops genommen. Das war ein krasses Video, muss ich euch ehrlich sagen. Das war eins, das hat mich wirklich gecatcht. Da hat mich aber gerade ehrlich gesagt aus den Angeln gehoben. Dazu muss ich die Reaction schneiden. Toni, mach das. Aber wir müssen auf 8 Minuten kommen und 10.000 Werbungen reinballern, so wie das GeogTV gesagt hat. Dass ich da irgendwie 10 Werbungen mache bei 9 Minuten oder so. Perfektes Video, ja, war wirklich sehr, sehr gut.